spielst du ja die MK. Ja, ich meine etwas. Also Die haben der MK natürlich komme ich ein klar. kleines Kaliber, ne? Aber die ist halt, die taugt halt ein bisschen mehr. Richtig. Ja. Ja, Style und so, ne? Schalldämpfer und Kram, bla bla. Da ist das Fahrzeug doch. Roter SUV direkt voraus. Hinter dem Berg hier direkt verschwunden. Wieso kann ich. Da ist er. Wieso kann ich meine Kamera drin nicht weiter drehen? Oh nein, der haut ab. Oh nein, der haut ab. Oh nein, der haut ab. Auf der Straße verlieren wir ihn. Ja, ich kann meine Kamera überhaupt nicht rumdrehen zu dir. Ach klar, Das weil ist ich auch natürlich in dem scheiße. Spot sitze. Oh Gott. Aber das, ich sag dir jetzt schon, das ist hier nicht seine Strecke. Nee, auch nicht. Ui, ui, Arschloch. ui. So, es ist bewaffnet, Vorsicht. Warte, ich steig aus. Bleib stehen. Ich glaube, der packt die Kamera weg. Ja. So, wir sind hiermit erstmal festgenommen. Alles, was wir sagen, kann mit Regime verwendet, ist die Aussage hier zu verweigern. Ja, sowieso entfernen Sie sich hier von der Polizei, wenn ich Sie hier mit einem Haltesignal stoppen will. Das ist ein besonderer Grund, oder? Völlig trocken, springen raus, so Kiste Ja, ich hab explodiert jetzt einfach hinter nicht gehört, Ihnen. also. Ach, ich hab's absolut nicht gehört. Ja, es hatte so ein bisschen den Anschein, als ob sie hier einen Fluchtversuch unternehmen wollten, dann aber gemerkt haben, dass sie hier auf diesem Terrain eher den Kürzeren ziehen. Wie ich ihn mitgenommen habe, Alter. So ein Ja, guter das hat ja Zwillis dann ist fünfmal angedeutet, dass sie das überschlagen, sind, weil ey. ich da noch mitgekriegt habe, aber ihre übertriebene Maßnahme hat mich dann von der Straße katapultiert. Also ich habe sie eigentlich nur leicht am Heck touchiert, so wie es mir in der Ausbildung auch beigebracht wurde. Stimmt doch, Officer, oder? Dafür, dass es so abfällig ist, kann der Herr doch auch nix. Herr Sergeant auch nix. Ja, das ist türkisches Gelände hier. Also ich Kann sich finde, das war manchmal grobe schneller böse Polizeigewalt. entwickeln, als man glaubt. Na gut. Wir werden jetzt einmal bei Ihnen hier eine kleine Leibesvisitation durchführen, um hier einmal zu versuchen festzustellen, warum Sie jetzt hier die Flucht ergriffen haben. Irgendwelche illegalen Waffen oder Gegenstände mit sich führen. Nein, ich doch nicht. Hat der Drogen dabei? Ja. Ja. Aber. 2,6 Kilogramm Cannabis finden im Rucksack. Wunderbar. Abgewogen, beschriftet. Das wurde mir untergeschmuggelt. Natürlich Also das die gehört zu mir. Menge, ja. 2,5 Kilo. Ist Ihr Ernst, ja? Ich habe keine Ahnung, wie das da reinkommt. Warum lacht er? Weil er doof ist. Ich kassiere die Naja. Karre mal ein, ne? Solange es hier noch rumsteht, ne? Nee, die ist ausgebrannt. Du kannst sie mal durchsuchen. Ist Also, schon weg, ja. War auch nicht so ich habe drin. einen Bettler 10 Mark gegeben und ich glaube, der hat mir untergejubelt, indem er Ja, sich danke, gedacht hat. Gitarri. Ja. Ja, das ist natürlich blöd. Schicke Wenn sie Brille das und nicht so, ne? gedacht haben, warum haben sie denn da nicht mal nachgeschaut? Ja, das Gewicht hinten drin hat mir zwar schon was ausgemacht, aber ich dachte mir dann, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Ja, ist es leider doch. Ja. Also Cannabis gilt hier im Staat Altes immer noch als illegal, ist auch als solches zu beahnden, ja. Ob Sie das jetzt zugesteckt bekommen haben oder nicht. Ja, Sie haben sich davon zu überzeugen, dass Sie hier keine illegalen Gegenstände mit sich rumführen. So, der Officer wird jetzt einmal nach SDGB Ihnen eine entsprechende Führung Admiral, danke für den erstellen. Follow. Und dann schauen wir mal weiter, wie kooperativ Sie sich hier verhalten. So. Natürlich sehr. Besitzer von Trieb von Drogen, Ach, 52.000? mach mal das Kleine. Mach mal Oh, das das kleine, Kleine. 150.000, alles klar. Naja. Es sind sich für ein SUV verloren. Gut, ich stelle Ihnen dann jetzt einmal das Ticket aus. Das Ticket läuft hier in Summe von 150.000. Sie können links unten unterschreiben. Da, kleinen Moment. Ja, aber das ist dann ja auch nicht wert, oder? Das ist ja Ja, ein sag ihm sonst Kali, also das ist ersatzhaft. ja. Wenn Sie es nicht unterschreiben, also Kann wenn Sie es übertrieben und ablehnen, überzogen ist das. überzogen, ja, das ist. Wir sehen schon von der etwas größeren Strafe ab, da Sie ja schon Ihr Fahrzeug eingebüßt haben, durch die abfällige Gegebenheiten der Umgebung hier. Ja? Also, wenn Sie es nicht zahlen möchten,
haben wir auch die Möglichkeit, ihnen das Ganze zu einer Haft umzurechnen. Und das wird ein bisschen länger als, ne, als die paar Minuten, die sie jetzt hier 20 stehen. 20 Monate. 20 Monate Knast wären das dann. Das ist wahrscheinlich auch nicht so toll. Ja. Ja. Also ich biete Ihnen das Ticket jetzt an, das ist in der Höhe von 150. Verwarnung gelassen? Also Verwarnung, Sie haben Drogen dabei gehabt. Da kann ich leider das auch nicht mehr bei der Verwarnung belassen. Die gehören dem Penner, der hat ihn hier untergejubelt. Der Penner wird ihn Drogen unterjubeln, damit er selber kein Geld bekommt. Das, ja, nee. Logik, die mich nicht erschließt. Mir nicht zugänglich wird. Also Sie können es mit unterschreiben, Alternative ist halt 20 Monate Knast. Abgelehnt, ach ja. Ich kann das einfach nicht. Ich hab einfach nicht so viel Geld. Ja, dann müssen sie wohl 20 Monate ins Gefängnis. Da kann man jetzt leider auch nicht weiterhelfen. Yeah. Fahren wir nach Kavala, ja, ne? Belassen wir es doch einfach bei einer Verwarnung. Ihr habt mein Auto kaputt gemacht. Das ist die Verwarnung des Autos defekt dank des abschüssigen Geländes. Wir packen sie jetzt einmal mit unser Fahrzeug, fahren das Hauptquartier und von dort aus begleiten wir sie dann ins Gefängnis von Altes. Das stimmt doch gar nicht. Mein Auto wurde gnadenlos von ihnen zu Boden gerannt. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ich habe die Polizeizentralität. Und noch dazu wird mir was zur Last gelegt, was ich nicht getan habe. Ich kann den Typen nicht ins Fahrzeug setzen. Ah doch. Jetzt geht's schon, okay. Ups. Nee, passt. I don't wanna talk about it. Ja, Respekt ist so eine Sache. Seid nur. Respekt kannst kommt da. Ich kann sagen, er hat nochmal 5 Minuten Zeit, einmal um sich deinen Anwalt hinzubestellen. Ja, mach ich. Also sie haben ja immer noch die Möglichkeit auf einen Anwalt, also das Recht auf einen Anwalt. In 5 Minuten am Kavala Hauptquartier, wenn sie einen haben, der Staat Altes stellt ihnen keinen Anwalt. Das heißt, ja, sie müssen sich schon selbst einen Anwalt besorgen. Macht Spaß mit den Dingern. Ja, aber krass, was hier los ist, ne? Es standen keine 10 Minuten. Ja, das ist natürlich eine totale Frechheit. Eine Frechheit? Für so was Minimales. Ja, ich finde, das ist eine Frechheit. Sie haben da sogar noch eine Zigarette hinterm Ohr hängen. Das ist wahrscheinlich auch noch Cannabis. Sie können sich in Zukunft dem LPD gegenüber auch einfach kooperativ zeigen und müssen dann auch nicht damit rechnen, hier irgendwie in eine Polizeiintervention hineingeraten. Ich habe ihre Sirene einfach nicht vernommen. Ja gut. Aber ich habe ja dann angehalten, aber... Ja. Naja. Ich frage mich natürlich, wie Sie einen Führerschein bekommen haben, wenn Sie weder hören noch sehen können anscheinend. Wissen Sie, normalerweise, wenn man das will, nimmt man diese Signallichter und das Signalhorn auch wahr. Ich habe hier eher den Eindruck, dass Sie sich ein wenig mutwillig stumm gestellt haben, ja? Das ist ja jetzt nur echt die lameste Erklärung überhaupt. Ey. Ja, auf jeden ja, auf jeden Fall. Jetzt runter damit. Okay. Will den Fahrzeug nicht, will den Typen. Ja, guck auf seine Füße so. Ja, auf jeden Fall. Belassen wir es doch einfach bei einer Verwarnung. Ach, für eine Verwarnung ist es schon zu spät. Tut mir leid. Also, wenn Sie einen Anwalt haben und den schon kontaktiert haben, dann warten wir gerne noch ein paar Minuten. Nein, ich habe keinen Anwalt. Sie haben keinen Anwalt. Nein, ich habe keinen Anwalt. Gut, dann, Sie haben das eben gerade schon gehört, Sie haben unser Ticket abgelehnt. Dann sind für Sie jetzt 20 Monate Gefängnisstrafe angesagt. Essen und Trinken bekommen Sie dort. Halten Sie mir die Toiletten sauber, also Toilettendienst, und bücken sich nicht nach der Seife. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt im alten Staatsgefängnis. Erbarmen. Wenn Sie mich jetzt gehen lassen, verspreche ich Ihnen. Ja, ich lasse Sie gehen in den Knast. Ich wünsche Ihnen noch einen traumhaften Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. 6.000. Auf Geld zu ranbekommen.
Das war lustig. Ja. Erbarme, du musst schon lachen, ey. Ja, wir müssen mal zum Gefängnis Alter, fahren, nicht, dass er direkt der Straße geschoben hat. Ja, das sah geil aus, ey. Ich mach das mal ja zum Highlight, ey. Das mach ich definitiv zum Highlight. Er purzelt da vom Abhang runter. Aber das hast du richtig gesehen, er hat gemerkt, in dieser kurvenreichen Geschichte. Ja, da kommst du nicht mit. Querfeld ein. Ja, da hat er noch angehalten. Lass genau auf jeden Fall zum Knast fahren, nicht, dass er gleich irgendwie rausgeholt wird. Glaube ich nicht, das spielt alleine. Ich glaube auch, das spielt alleine. Im Side fragen. Ja, wir sehen ja, wenn ein Helikopter rumfliegt. Ja. Yeah, wir haben Spiel. Pille, moin moin. Ja, ich fahre mit dem Strider mit. Er hat die Sirene nicht vernommen, war bestimmt auf Droge. Oh, nur dieser Max. Der hatte auch noch eine Zigarette. Das Geile ist, ja, der hat noch eine Zigarette am Ohr hängen. Durch den Skin von den Klamotten. Ja, hat, ja. Der Skin hat ja eine Zigarette am Ohr, ne? Hast du gesagt, das ist ein Joint, oder? Ja, ist, haben bestimmt auch noch Gas drin. Ja, aber der ist so dieses untergeschoben. Ja, das ist ja von dem Penner. Also von dem Penner, Alter. Er hat Kilo Gras, ne? Von dem Penner. Der, was ist denn hier mit dem Quad los? Direkt einkassiert. Einkassiert, alright. So. Parkplatz. Was ist denn im Hintergrund? Oh Gott. Oh, jetzt stehe ich hinten mit den Reifen dran, ne? Ja, fahr ein Stück raus. Ja, geht doch. Das ist gut. Ich schleppe das andere hier direkt mal ab.